Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Ostwind, das Spiel. Ja, ich bin jetzt schon mal, wir fortsetzen, ja, auf die Wiese, wo wir immer noch Frau Holle suchen müssen. Ist ein bisschen peinlich, dass ich sie nicht finde. Aber, ja gut, alle guten Dinge sind drei. Wir werden uns nochmal drum kümmern. Sollte ich sie jetzt heute nicht finden, dann bin ich am überlegen, ob ich mich im Off mal drum kümmern sollte. Aber wir sollten vielleicht mal außerhalb der Weide suchen. Vielleicht ist sie so gut versteckt, dass sie nicht zwischen den Kühen ist, sondern einzeln ist. Kann doch sein. Sollten wir uns mal drum kümmern. Bisschen langsamer vielleicht. Dass wir außerhalb der Weide mal gucken. Weil es kann ja nicht sein, dass wir sie einfach nicht finden. Da ist das Gebiet schon wieder zu Ende. Schneller, Ostwind! Ja, Mika. Ist sie das da hinten nicht? Guck mal da. Du hast Frau Holle gefunden. Archibald wird außer sich sein vor Freude. Ich glaub's ja nicht. Wo ist das im Kalender fest? Dass wir Frau Holle mal gefunden haben. Und ich such da wie. Aber Gott sei Dank. Gut, jetzt haben wir noch eine Fotoaufgabe, eine Bonusaufgabe. Wir haben noch das Trainingsgelände, was neu ist. Wollen wir erstmal die Fotoaufgabe machen? Archibald und Frau Holle sind das merkwürdigste Pärchen, das ich je gesehen habe. Meistens stehen sie friedlich auf Ostwinds Koppel. Reite dorthin und fotografiere das ungleiche Paar. Ja. Merkwürdig, das stimmt. Ja gut, suchen wir jetzt mal Archibald und Frau Holle, die wir eben noch einfangen mussten, weil sie ausgebüxt ist. Der Ausreißer. So, zu Ostwinds Koppel müssen wir. Erwartet. Okay. Sind wir denn jetzt hier richtig? Da lang. Da sind wir so richtig. Ungefähr. Hoffe ich mal. Nee, wir reiten wir ganz falsch. Da hinten. Büchse. Das Fotomotiv muss hier irgendwo in der Nähe sein. Da sind sie doch. Warte. Ist doch ein süßes Paar, oder? Sehr schön. Besser als das meiste im Internet. Das ist wirklich ein schönes Foto geworden, Mika. Du kannst dir deine Bilder jederzeit in deinem Fotobuch ansehen. So. Machen wir jetzt nochmal die Bonusaufgabe hier. Mittlerweile solltest du die Gegend um Gut Kaltenbach in- und auswendig kennen. Kannst du den schnellsten Weg zwischen den beiden markierten Punkten finden? Hoffen wir mal.
Ja, Mika sollte sich ja auskennen. Ob ich mich auskenne? Das ist zu wünschen übrig. Aber gut. Auswinds Ausdauer ist wieder erschöpft. Hoffentlich kommt jetzt hinter uns kein Zug. Hoppala. Halt. Sackgasse. Vorsicht, Hirsche. So, dann würde ich mal meinen hier lang. Hoffe ich. Oder auch nicht. Wartet mal. Kann man hier irgendwo abbiegen? Ja, vergessen abzuspringen. Das arme Pferd. Wir hoffen mal, dass wir jetzt so richtig sind. Hoffen wir mal. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Den Weg, den wir eingeschlagen haben, ist, glaube ich, nicht der schnellste. Aber okay. Ah, da vorne ist es schon. Das war wirklich sehr schnell, Mika. Aber schließlich ist das ja auch mittlerweile dein zweites Zuhause. Ja, sollte man meinen. Wollen wir das Trainingsgelände nochmal machen? Das ist neu gekennzeichnet. Können wir uns in der nächsten Folge um Tinker kümmern. Vielleicht schaffen wir es auch noch in dieser Folge. Mal gucken.
mal erstmal das Trainingsgelände. Auf dem Trainingsgelände können wir ganz ohne Zeitdruck unsere Sprünge trainieren. Wow! Wow! Ja. Wow. War hier? Wow. Wunderst du dich noch, Mika? War doch perfekt. Mal gucken, was Tinker zu sagen hat. Tut mir leid, Mika, aber kannst du mir noch mal helfen? Nicht schon wieder Frau Holle? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Frau Holle ist doch wieder da? Ja, schon. Aber Archibald hat sich wohl selber auf die Suche nach Frau Holle gemacht. Und dabei hat er sich auf einer der Koppeln wehgetan. Oder Arme. Armer Archibald. Kann ihm dein Vater nicht helfen? Der ist schon bei ihm, aber er hat seine Tierarzttasche nicht dabei. Kannst du ihm die Tasche bringen? Schnell! Der ist ja gut vorbereitet, dieser Tierarzt. Schon unterwegs. Okay, dann machen wir die Aufgabe noch. Bring die Arzneitasche bitte zu meinem Papa, damit er Archibald versorgen kann. Schnell! Ja, machen wir. Das machen wir doch glatt. So, mal wieder ein perfekter Sprung. Ja. Machen wir doch, Mika. Hier lang? Hoppala. Das habe ich jetzt übersehen, ne? Hier lang? Da hinten rum? Hat anscheinend nicht mal wieder geregnet, weil hier so viele Pfützen stehen. So. Hier hoch. Und hier lang. Dahin ist es schon. Danke, Mika. Zum Glück seid Ostwind und du so unglaublich schnell. Ja, natürlich. So, dann kümmern wir Herr Kahn. Ja gut, das machen wir dann in der nächsten Folge heute Abend. Und ob wir dann eine Ausreitfolge, muss ich nochmal gucken. Oder die Aufgaben machen. So, was prägt er am meisten? Wollen wir ihn streicheln? Ja, Ostwind. Wir hätten auch mit ihm spielen können. Ich glaube, es hätte mehr gebracht. Oder? Oder wäre schneller gegangen.
Aber so ist auch gleich voll. Gut, gut. Das reicht erstmal. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Ja, Tinker. So, was Neues anzubrechen lohnt sich jetzt gar nicht mehr. Das machen wir in der nächsten Folge. Heute Abend kommt noch eine. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.